Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 18. Beim letzten Mal haben wir hier unter anderem diesen Schrein bewältigt und ja, haben hier wieder einem kleinen Krog geholfen, ne? Beziehungsweise zwei kleinen Krogs, aber die sind jetzt auch weg. Na, immer wenn man das geschafft hat, dann verschwinden sie, mir nichts, hier nichts. Haben wieder ein Fahrzeug gebaut oder versucht zu bauen, ne? Ja, diesmal ist es live, mein Kommentar, ne? Kann ich schon mal im Vorfeld dazu sagen. Ich habe auch kontrolliert, ob er meinen Sound aufnimmt. Ja, ich habe das die ganze Software einfach mal neu installiert. Vielleicht bringt das ja was. Wir werden es erleben, Leute. So, jetzt möchte ich mir, oder habe mir zumindest das Ziel gesteckt, dass ich der Story jetzt erstmal folge, weil wir brauchen ja noch den Paraglider, ne? Den bekommt man hier. Na, hier war nichts drunter. Wie auch im Breath of the Wild. Na, den braucht man natürlich schätzungsweise auch für diverse Quests, Rätsel etc. Oh, da hinten, da sieht es aus, das wären nicht Ballons oder so. Ne, nee, das sind auch Inseln. Wow. Wie viele Inseln gibt es hier? Ja? Himmelsinseln. Wahnsinn, Leute. Was ist hier los? So ein krasses Spiel. Eieiei. Ja. Also, gerade die letzten Zelda-Titel, dem hier eingeschlossen, würde ich mal sagen, ja, da fällt es schwer, ein anderes Spiel ernst zu nehmen, wenn man das hier gespielt hat. Das ist einfach so Gameplay-mäßig, also wow. Setzt es einfach eine Marke, eine eigene Marke, würde ich sagen. Ne? Nur vom Gameplay her allein schon. Ne? Die Story, ja, sagt man ja auch Breath of the Wild nach, ne? Die passt so ein bisschen auf den Bierdeckel. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ. Aber, ja, letztlich ist es immer dasselbe. Aha, da ist wieder was hinabgestürzt. Was hier regelmäßig übrigens passiert. Die kann man dann als Fahrstuhl zweckentfremden. Ich zeig's euch mal kurz, ne, wenn ich jetzt mal die Zeitumkehr benutze. Ja, seht ihr, ne, dann fährt das Ding wieder nach oben. Und ich könnte auch ohne Parasegel wieder empor gelangen auf eine andere Insel, auf eine andere Himmelsinsel. Gegner hat es hier jede Menge. Und auch, ja, wandelnde Bäumchen. So, ich könnte mich ja jetzt einfach mal teleportieren. Das mache ich mal. Was ist denn hier näher dran? Ja, sehr viel näher. Ist da der Questmarker. Zu dem werde ich mich jetzt mal teleportieren. Ich frage mich mal, was dieser komische Zahnkranz dazu bedeuten hat. Das muss ich mir nochmal angucken. Statuen der Göttin, genau. Ja, da haben wir ja bislang nur eine gefunden, ne? Beziehungsweise wurde man storytechnisch damit konfrontiert. Genau, hier ist nämlich, ja, hier ist auch so ein Abgang, ne? Vielleicht ist das damit gemeint. Ja, hier geht es nämlich hinunter in die Unterwelt. Ne? Könnte man auch machen, Abgrund der Ebene von Hyrule. Zum Glück ist hier auch direkt ein Schrein in der Nähe. Das kommt nicht von ungefähr, ne? Da hinten ist auch noch einer, sehe ich jetzt gerade. Möchte natürlich noch ein Pferd fangen. Na, brauche noch dringend ein Pferd. Möchte das gerne registrieren. Jetzt macht mir hier aber das Level of Detail so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Man könnte natürlich auch jetzt sich ein Fahrzeug zusammenbauen, ne? Was wir ja letztes Mal auch gemacht haben. Da sind auch wieder Gegner, ne? Jetzt jede Menge Gegner-Nester, aber ich möchte erstmal ein Pferd fangen. Das ist mir erstmal viel wichtiger. Weil unser anderes Pferd ist natürlich verschwunden, ne? Weil man kann man, früher oder später verschwindet es denn. Klar. Wenn man das nicht registriert hat. In dieser Ebene gibt es eigentlich regelmäßig irgendwas. Was sind das hier für Pflanzen eigentlich? Sehen aus wie Morgensterne. Funkelfrucht, okay, die kann man auch gebrauchen. Als Beleuchtung nehme ich mal an, ne? Ist auch so ein Leuchtmittel, die man ja wohl braucht in der Untergrundwelt, weil da wächst wohl nicht überall, ja, sowas Beleuchtbares. Na, ich muss jetzt mal gucken, auf welcher freien Ebene hier Pferde sind. Da sind Gegner, ja, den möchte ich nicht, der scheint auch zu reiten. Ja, es sind hier nicht selten berittene Gegner auch unterwegs, sogar mit Kutschen, ne? Ja, das fand ich besonders kurios, das eine Mal, was wir da gesehen hatten. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo die Pferde waren. Ne? Da waren ja relativ einfache Pferde am Anfang. Die konnte man leicht fangen. Aber das ist leider nicht allerorten so. So, hier haben wir aber auch wieder wichtige Feuerfrüchte.
Die sind gerade gegen die Konstrukte auch sehr effektiv, ne? Seltsamerweise. Als würden die aus, oder als bestünden die aus Holz. Bestehen sie aber nicht. Ah, das ist noch ein Schrein. Sehr schön, da war einer, ne? Ah, der ist jetzt hinterm. Ne, da ist der. Also allein in der Sichtweite sind jetzt zwei Schreine noch. Ah, hier war jetzt nichts drunter. Aber wie gesagt, Pferde möchte ich haben. Jetzt wird es auch langsam schon wieder sehr spät hier in der Spielwelt, ne? Wo waren die Pferde? Da sind, sind das Pferde. Ach nee, das ist ein Krog wieder. Ja, brauchen wir auch. Ist egal. Dann hole ich mir jetzt den Krog. Wenn das einer ist, heißt das natürlich, ne? Ich hoffe es ja. Also wenn ich einen Krog holen will. Und dann, versprochen, mache ich auf jeden Fall mit der Story weiter hier. Nee. Das ist, ist eine besondere Pflanze, Sonnenflecken. Oh, ich hätte schon gern ein Pferd, weil ich vermute mal, man kann auch an dem Standpunkt da, wo wir hin müssen. Da ist ja auch jemand drauf hingewiesen, ne? Ein Wandersmann, den wir getroffen hatten. Sah es aus wie ein Händler. Ne, das können wir leider nicht pflücken, ist auch so. So. Ein Käuzchen höre ich hier. Rehchen sind hier auch. Ein Gegnerchen ist auch noch. Der bewacht den Posten, ne? Den, ah, ja, der, ja, ich sag ja, berittene Gegner, ne? Jo, ich möchte auch beritten sein, um zumindest fliehen zu können. Da ist noch was. Da pennt einer, wa? Ein Gegner? Kann sein. Ach, so ein... ne, ist ein Füchschen. Ich finde mal jaulen, ist niedlich. Die pennen auch. Aber einer schiebt Wache. Was bewachen die denn? Ist da eine Truhe oder sowas? Sieht nicht so aus. Nee, da sind nur Sprengfässer. Boah. Mit denen muss ich mich jetzt noch nicht auseinandersetzen, wenn ich nicht unbedingt möchte. Muss man ja sowieso nichts machen, ne? Das ist dieses Miasma. Ne? Ach, das strömt wahrscheinlich da aus dem Untergrund, ne? Und ist hier noch eine verlassene... Oh Gott, da sind wieder die Flederbeißer. Ja, die sind natürlich besonders aktiv in der Nacht. Ist ja noch nicht Nacht, aber im Dunkeln halt. Ne? Da fliegen die Fledermäuse ja auch in der Natur rum. In der Realität. Ah, die Texturen, ne, sehen wirklich schön aus. Also das ist echt... Ah, hier ist irgendwas, können wir jetzt zum Brennen bringen. Warum auch immer. Warum sollte ich das tun? Ich weiß es nicht, aber ich werde es mal probieren. Für den Fall, dass es hier was nutzt. Dass man da was freischalten kann. Vielleicht ein Krog. Und? Haha! Ein Krog, oder? Der sitzt bestimmt unter dem Felsen. Jo! Oh, okay. Ich dachte, die treiben sich sonst eher in der Natur rum, aber diesmal auch in einem Gebäude. Erstaunlich. Tschüssi. Ja, schön, mein kleiner. Mein kleiner Freund. Denn die sind ja wirklich nützlich, ne? Also, wie gesagt, also. Mittels dieser kann man sicher. Was Grunzt hier? Wo ist der Grunzgegner? Da ist er. Ah, hat sich der Turm hier gelohnt, den freizuschalten. Oh, da kommt dann Volkdanz schon. Er will unbedingt verprügelt werden. Das ist der Schwächste von denen, ne? Zum Glück. Also, diese Braunen. Die sind relativ schwach. Aber hier sind bestimmt noch mehr. Wo der ist, gibt es bestimmt noch mehr. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne ein Pferd. Waren wir da drin? Da ist doch bestimmt auch eine Höhle. Hm? Na, immerhin habe ich jetzt eine halbwegs passable Rüstung. Ich weiß nicht, ob ich hier schon drin war. Ja, war ich schon. Zum Glück machen sie da einen Haken dran. Das ist ja geil. Das ist ja genial. Aber ab wann? Wenn man die entdeckt hat oder so? Ab dem Zeitpunkt machen sie einen Haken dran? Oder wenn man die bewältigt hat? Und die Gegner? Keine Ahnung, Leute. Oder das wertvolle Loot gefunden hat. Also ich sehe auch überall noch Rauch aufsteigen. So ist ja, also nicht das. Das meine ich nicht. Das sind ja Dämpfe. Aber irgendwo sah ich gerade Rauch. In Entfernung. Ne? Deutet eben immer auf Crocs nochmal hin. Also diese... die mit der Helfer-Quest quasi verknüpft sind, ne, diese Crocs. Aber man bekommt ja auch da
jeweils immer zwei dieser Samen. Aber man ist ja auch länger beschäftigt mit denen, sag mal so. Ne? Deswegen ist das auch eine ganz sinnvolle Belohnung. Ja? Die tapsen da hinterher, hinter dem großen Bockblin. Wenn doch ein Bockblin ist, keine Ahnung. Da ist eine Festung. Oder ist es der Standort? Mit Schreien sogar. Ja, dass man sich dahin teleportieren kann. Na, das sieht, nee, ist doch bestimmt eine böse Festung, oder? In Anführungsstrichen eine böse. Also mit Gegnern. Das mutet so an, ne? Aufgrund der Fackeln da, die da sind. Man kann natürlich auch der Posten sein hier, der Außenposten, den wir besuchen sollen, ja. Deutet fast darauf hin. Aber ich möchte erstmal ein Pferd, bitte. Ich brauche ein Pferd. Dringend. Na, ich glaube, da muss ich den Schild auch ablegen und sowas, damit wir vielleicht nicht so auffallen und so viel Lärm verbreiten. Denn die Pferde reagieren ja auf Lärm relativ empfindlich. Ne? Sieht man auch ausschlagen hier übrigens, ne? Unter der Temperaturanzeige hier rechts, ne, auf dem Bildschirm. Wenn ich mich bewege, ne? Da ist noch ein Schrein. Ja, wo sind die Pferde, ey? Ich brauche ein Pferd. Hier ist doch überall freie Fläche. Warum sind hier keine Pferde? Also nicht mehr. Gerade wenn man sie braucht, sieht man sie nicht hier. Ah, wahrscheinlich habe ich die auch deswegen verscheucht, ne, weil ich einfach zu laut war. Wie ist denn das, wenn ich schleiche? Da mache ich zwar weniger Lärm, aber ist immer noch relativ laut. Das könnte sein, dass es gar keine stärkeren Pferde waren, ne? Das eine Mal, dass ich auf Pferde nochmal gestoßen war. Sondern, dass die mich einfach hörten. Ja, das ist natürlich das Schloss, ne? Da können wir natürlich noch nicht hin. Aber ich denke mal, das wird hier vielleicht auch wieder so ähnlich sein, dass man den Endkampf schon vorher bestreiten kann. Wer weiß. Also bei Breath of the Wild war es ja so, da ist jemand. Ach, der hält hier wieder, okay. Das ist wieder so ein Kumpel hier. Ich stütze dich. Er hat noch nicht dazugelernt, ne? Also dabei haben wir ihm gezeigt, wie es funktioniert mit den Schildern, ne? Ah, da ist noch ein Schrein. Ich brauche ein Pferd, ey. Ich brauche dringend ein Pferd. Ein Königreich für ein Pferd, wie sagt man immer? Klar, Pferd oder Gefährt heißt es hier auch, ne? Könnte sich natürlich auch ein Gefährt basteln, aber möchte ich nicht. Ich möchte ein Pferd, das ist erstmal praktischer. Also wenn ich mir jedes Mal was zusammenbasteln muss. Das Pferd ist ja immer verfügbar, ne? Wenn man das ruft und so, dann ist es ja permanent da. Wenn man es ja registriert hat, wie gesagt, ja, aber Was ist denn da? Was schält sich denn da aus dem Level auf die Tail? Kein Pferd, leider. Kein Pferd. Weit und breit. Ey, gibt's doch nicht. Es ist eine Riesenebene. Da muss ich mich teleportieren, glaube ich. Das ist hier zwecklos. Ich gehe mal hier hin. Ja, vielleicht war es da. Na toll. Sehr fruchtbar, die Folge. Noch nichts wirklich gemacht hier, noch nichts wirklich unternommen. Auf der Suche nach einem Pferd halt, ne? Immerhin Krog gefunden, doch. Immerhin. Bisschen Progress haben wir gemacht. Für mich ist es schon Progress, wenn ich einen Krog finde. Weil, wie gesagt, die sind echt nützlich, ne? Durch die Waffentaschen, die man da aufwerten kann und alles. Das macht ja dann wirklich diese. Ja, das stört einen dann nicht mehr so, dass die Waffen zerstörbar sind, ne? Sagen wir mal so, wenn man so viel Waffen hat im Inventar. Und irgendwann auch starke Waffen, da ist es einem vollkommen egal, wenn eine mal zerbricht, ne? Von 20 Waffen eine zerbricht, na wow. Findet man an jeder Ecke plötzlich, ah, der, das ist ein Gegner hier. Ein Apfelbaum? Nee. Und sonst sah nämlich so aus, als hätte der sich gerade in meine Richtung gedreht. Aber wahrscheinlich wurde bloß das nächste Level of Detail freigeschaltet durch das Spiel, ne? Dann, je näher man einem Objekt oder sich einem Objekt näher, so würde ich das sagen. Desto höher ist der Detailgrad natürlich, ne? Klar. Je weiter man sich wieder entfernt von dem Objekt, desto niedriger, ne? Dann werden immer andere Assets quasi dann aufgeschaltet und so, ne? Mensch, wo waren denn die Gäule? Da! Ach, Gott sei Dank, hinter dem Hügel sind sie. Aber hier sind nochmal Leuchtmittel, die nehme ich natürlich auch noch gerne mit. Und da ist auch Dampf oder Rauchstock, der steigt da auf, aber ich vermute mal, das ist eher so eine Gegnerbasis. War das mit dem Turm, ne? War das? Ne, da ist kein Turm, ne? Ne, das ist einfach nur eine Gegnerbasis.
Hier hat es halt etliche Gegner, ne? So, jetzt werde ich mal versuchen. Nee, ich sollte. Wie kann ich denn den Schild eigentlich ablegen? Bin ich leiser? Kann ich den Bogen ablegen? Kann ich die Rüstung? Ja, die Rüstung kann ich natürlich ablegen, aber. Ups, jetzt bin ich ins falsche Menü. Ah, ich weiß nicht, ob ich denn leiser bin. Hier steht ja auch nirgends, ob das Lärm macht, ne? Oder mehr Lärm. Weil jetzt brauche ich ja keinen Schutz, also. Ich drücke mal die falsche Taste. Ablegen, genau. Müsste ich eigentlich leise sein, oder? Naja. Ich weiß nicht, ob ich so viel leiser bin. Aber manchmal reicht das schon Mühe aus. Ne? Kann das Zünglein an der Waage sein, um hier Pferde zu fangen. Na, die sind so schnell. Wie nah kann ich mich? Warum laufen die denn? Können die nicht mal stoppen? Ah, hat es mich bemerkt, das eine? Ja, ich nehme auch das gecheckt mit dem gescheckten Hintern. Aber die sehen auch jetzt abwechslungsreicher aus, ne? Ich vermute mal, weil die Switch einfach mal mehr Speicher hat als die Wii U. Denn die Switch-Version von Breath of the Wild war natürlich 1 zu 1 die Wii U-Fassung, ne? Mit besseren, mit einer höheren Auflösung, ne? Das schon. Oh Gott, das hat ja keine Ausdauer. Das ist auch ein sehr schwaches Pferd, aber ist mir erstmal egal. Hauptsache, ich komme hier schnell von A nach B. Das ist trotzdem gern genommen. Ja, gut. Wunderbar, das hat geklappt. Können wir uns auch wieder ausrüsten hier, ne, mit diversen. Ah, ich nehme erstmal den schwachen Schild. Und die Waffe habe ich schon noch aus. Ah, die hat noch. Okay. Gut. Wunderbar. Ja, mein guter Klepper. Können wir uns jetzt auch mit dem Pferd zusammen teleportieren? Das weiß ich halt nicht, wie das damals war. Nee, sieht nie so aus. Das Pferd teleportiert sich nicht. Scheiße. Das wäre jetzt blöd. Aber ich glaube, so ist es. Das kriegt das Spiel nicht in die Engine. Ja. Das Pferd ist wohl weg. Das ist blöd. Ja, da kann ich pfeifen, wie ich will. Verdammt. Gut, haben wir das auch mal ausprobiert. Wieder zurück. Das wird halt auch nicht dargestellt, denn, ne? Also wenn man das registriert hat, dann sieht man das auch auf der Karte, wo das Pferd ist gerade und so. Ne? Aber man kann es natürlich nicht überall mit hinnehmen. Scheiße. Jetzt darf ich noch ein Pferd fangen. Aber diesmal ein anderes. Diesmal nicht das gescheckte, also nicht das mit dem gescheckten Hintern. Weil, ja, es hat doch ein bisschen sehr wenig Ausdauer gehabt. Ich glaube, ich bin genauso laut, würde ich sagen. Also, es schlägt jetzt auch nicht mehr aus, diese Amplitude. Ne? Gut, Genau hier, wo der Apfelbaum war, da in der Nähe. Ne? Dahinter, jenseits der Hügel, war der Gaul. Aber hier haben wir auch wieder Hyrule-Gras. Da kann man auch Heilmittel herstellen. Ah, da ist wieder was runtergestürzt. Oder ist es jetzt da geblieben, ne? Von wo aus wir uns teleportiert haben. Na gut, dann nehme ich das natürlich, weil es ist uns treu ergeben bereits. Ja, cool, okay. Man kann es dann wiederfinden zumindest. Wenn man noch weiß, wo es war, ne? Dann wird ja nicht auf der Karte markiert. Gut, dann müssen wir uns halt per Pferd jetzt fortbewegen. Aber nee, jetzt bin ich genau in die falsche Richtung unterwegs. Da muss ich hin. Ne, so gegen runterspringen. Und so gegen beschleunigen, ne? Genau, auch mit der A-Taste. Nochmal drücken sollte ich nicht, sonst wirft mich das Pferd irgendwann ab. Aber das haben sie, glaube ich, jetzt so gemacht. Ja, dann stoppt es nur. Oder? Wenn ich noch weitermache, was passiert dann? Holla! Das war knapp. Man kann von denen auch getroffen werden. Ey, das wirft mich nicht mehr ab, wa? Kann das sein? Nee, es hält nur an.
Das ist geil. Man wird nicht mehr abgeworfen, Leute. Cool. Gut, das haben sie deutlich besser gemacht, weil manchmal drückt man ja doch einmal zu viel, ne? Wow, okay, ne? Kleine Komfortfunktion, wenn man so möchte. Funktion in Anführungsstrichen. Das ist geil. Also, ja, so klein die Verbesserung auch sein mag. Also Verbesserung, das ist eine Verbesserung für mich. Dass man nicht mehr abgeworfen wird vom Pferd. Das bremst halt nur, ne? Und dann weiß man, okay, man... Warum kann ich das Gas nicht? Na gut, während ich reite, kann ich wohl kein Gas einsammeln. Schon gar nicht rauchen. Haha. So, wo ist denn das Ding nur hier? Oh, jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite, hä? Gott, so Riesenfestung. Da sind bestimmt auch ganz dicke Gegner dabei. Deswegen, hä, sollte ich mich da noch nicht... Genau, da sind wir richtig. Ja, hier ist ja auch eine Straße. Da sind wieder Gegner unterwegs, wollte ich schon sagen. Leute auf jeden Fall. Was haben die uns denn zu sagen? Immer vorsichtig bleiben. Ah, guten Morgen. Hast du dich etwa verlaufen? Bist du vielleicht auf der Suche nach einer Siedlung hier in der Nähe? Dann solltest du zum Speerposten gehen. Er befindet sich etwas südlich von Schloss Hyrule. Und er ist leicht zu finden. Sein hoher Turm eignet sich perfekt zur Orientierung. Eins noch. Gib acht, wenn du unterwegs bist. Es streifen gerade sehr viele Monster umher. Jo, das habe ich gemerkt. Mehl. So. Gut, dann auf. Auf zum Spähposten. So heißt der Stützpunkt hier. Der ist kurioserweise direkt in der Nähe des Schlosses diesmal. Okay. Da sollte man sich am Vorgänger nicht unbedingt am Anfang herumtreiben, ne? Weil da ganz viele Wächter waren. Aber die laden sich auch sehr schnell wieder auf, ne? Diese Ausdauerbalken, in Anführungsstrichen Balken, diese Sporen, die man da sieht. Ah, jetzt lenkt er wieder so komisch hier. Na, der ist mir noch nicht so hundertprozentig treu ergeben, der Klapper hier. Mal sehen, wie ich das nenne. Wahrscheinlich auf wieder Güni oder so. Ah, der zeigt uns eine Höhle. Richtig? Oh Gott. Die sieht sehr vertrauenserweckend aus. Nicht. Ah, da sind auch Gegner. Der hängt da. Ach, den haben wir doch schon mal bekämpft, da den einen. Sollte ich erst die Höhle machen? Nee, ich möchte erst registrieren, das Pferd. Und ja. Dann kann ich immer noch die Höhle machen. Das ist natürlich cool, dass die einen darauf hinweisen, ne? Sind so ein bisschen, haben sie, weiß ich nicht, ob sie sich das aus Elden Ring abgeguckt haben, aber Elden Ring ist ja jetzt noch nicht so, naja, auch schon ein Jahr draußen, ne? Ja, da gab es ja auch immer diese älteren Hollows, nenne ich sie mal, ne? Diese geisterhaften Erscheinungen, die einen dann auf irgendwelche Details in der Umgebung hingewiesen haben. Oh, hier kommt, ne, das ist wirklich friedlich hier. Ruinen von Hyrule Stadt. Also, ja, das sah ja erst aus wie so ein Gegner. Hort hier, ne? Aber ist es nicht. Und da ist auch ein Turm, ne? Wie gesagt, die können wir noch nicht freischalten. Da brauchen wir erstmal die nötige Fähigkeit. Was habt ihr denn da? Das Vermächtnis des Zeitalters der Mythen und Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Für uns von der Sonar-Forschungsgruppe ist das ein sensationeller Glücksfall. Wir sollten dankbar sein. Aber was in aller Welt ist nur dieser Kataklysmus? Bu hat sie im Forschungslabor eingeschlossen, um den Kataklysmus zu erforschen. Ihr glaubt, dass sie dadurch auch einen Hinweis auf den Verbleib von Professor Zellers finden könnte. Aber meines Wissens könnte sie noch nicht über seine Ursachen herausfinden. Und was denn sehr gut geht? Da haben wir 16 Seiten Ruinen und ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, wenn mich das so beschäftigt. Naja, die sind alle von oben runtergekommen, ne? Runtergestürzt. Aber ich glaube, das kann ich hier auch nicht manipulieren. Dann ist ja Zeit, Dings. Ne. Zeitumkehr, so heißt es. Na, wir müssen zu der Forscherin, ne? Die kennen wir auch schon. Pura. Ne, Quatsch. Ups. Mal rauf. Aber wo sitzt sie denn? Ne, offenbar sind wir schon am Zielort angelangt. Mal müssen wir erst das Tor öffnen. Oh, ich bin von der anderen Seite gekommen. Damit das registriert wird. Spähposten.
Nee, wir müssen hier rein. Ach so, das ist nochmal extra irgendwie abge... Ah, okay, ich verstehe. Wow, die haben durch die Stadt rausgebaut hier. Cool. Mein Pferd aber. Bleibt das jetzt da stehen? Bleibt ja stehen. Oh, wir haben sogar ein Wassergraben, ne? Wie bei einer richtigen Burg. Cool. Okay. Hä? Wer ist das denn? Irrlichter. Ah, hier können wir auch beten? Irrlichter. Was bringt nichts? Ach, ist ein Verkäufer oder was? Warum sieht denn der so aus, wie er aussieht? Oder kann ich die Dinger einfach mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Halt! Robilo. Was machst du denn da? Der sieht geil aus. Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen. Sonst bekommst du Riesenärger. Hey du. Wo hast du nur gesteckt, hm? Robilo, leitender Purapet-Erfinder, was steht da? Das Ding ein bisschen schnell. Nein, warte, erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein. Sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen machen muss. Machen wir, aber warum stellt ihr mir, ich bin hier der Held und alles, ne? Warum stellt ihr mir nicht alles zur Verfügung, was ich brauche? Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also als Sonarbohrteile bezeichnet. Allzu viel ist über Sonarbohrteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist es anscheinend kein Hindernis. Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur, ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Ah, die hat die Dinger gebaut, okay. No. Warum denn nicht? Jagt er ein Holz? Da bist ja übermorgen noch nicht fertig, Junge. Tut mir leid, bin gerade etwas beschäftigt. Wenn du Baumaterial brauchst, fälle doch einfach einen Baum und... Hm, diese Stimme? Das bist tatsächlich du, Link. Du bist in Sicherheit. Ich bin mir sicher, den habe ich auch mal irgendwie getroffen im letzten Teil, aber fragt mich nicht mehr. Legt mich nicht mehr drauf fest. Ich bin ja so erleichtert. Du ahnst ja nicht, welche Sorgen ich mir gemacht habe. Wo hast du denn nur gesteckt? Tut mir leid, wenn ich alles etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest bestimmt zuerst zu Pura, oder? Ich bin jedenfalls froh, dich wohlbehalten wiederzusehen. Das kannst du mir glauben. Nur noch ein bisschen. Ah, wir müssen zu Pura. Gut, hier ist ja kein Stall, ne? Was ist denn das hier eigentlich? War das nicht... Haben wir hier nicht mal eine Erinnerung mal gefunden, eins? Ne? Ich weiß nicht mehr. Wer bist denn du? Ein Soldat, ein Kämpfer, Scorpis. Link, wo seid ihr nur gewesen? Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehnlich alle auf eure Rückkehr gewartet haben. Ist Prinzessin Zelda nicht bei euch? Bitte sucht doch zuerst Pura auf. Das große Gebäude auf der Nordseite ist das Forschungslabor. Pura sollte dort im ersten Stock zu finden sein. Naja, die weisen es alle auf Pura hin. Also gehen wir zu Pura hin. Norden. Norden, ja. Norden? Der Norden gesagt? Ja. Im ersten Stock. Ah, hier, ja. Okay. Können wir gleich hier hochgehen. Und hier so ein Turm. Hat sie die gebaut vielleicht? Das sieht fast so aus. Hm? Die sehen jetzt nicht so archaisch aus oder so. Archaisch, würde ich sagen. Sehe ich recht? Ist das etwa goldenes Haar und blaue Augen? Die Direktorin Pura? Nein. Ach so. Der Herr Ritter, er ist zurückgekehrt. Ihre Assistentin? Oh. Kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Puh.
Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Pura, Direktorin des Sperrpostens. Coole Stimme. Haben sie ganz gut gewählt. Arm sieht ja wild aus. Ja, so ein bisschen. Hatten wir leider keinen Einfluss. Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen? Welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Genauer gesagt war das der Questmarker. Pura ist jetzt also groß, oder wie? Hat sie dieses komische Missglück der Experiment wieder rückgängig gemacht, oder was? Weil die kennen wir ja so als klein, sehr klein. Also sie wurde quasi in der Zeit zurückversetzt, obwohl sie eigentlich viel älter ist. Jetzt sehen wir ihr wahres Alter. Ne? Gut, die Haare, Haarfarbe, ne, die haben alle so eine komische Haarfarbe wie die Haurianer, ne? Oder wie sie sich schimpfen. So viele sind so grauhaarig, aber es gilt auch für junge Menschen. Also das ist jetzt nicht irreführend gemeint. Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Das ist eine lange Geschichte. Rau, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so nicht wahr? Ach, das ist der erste König gewesen? Okay, cool. Das ergibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. No, das nehme ich stark an. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabbringenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Die höre ich irgendwie permanent. Ja. Das ist normal, ich habe mich dran gewöhnt. Bitte finde mich. Das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Wahrscheinlich. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zu Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, doch direkt nach deiner Rückkehr, um einen Gefallen... Aber meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Ja. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt. Was uns bleibt, und uns bleibt keine Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Puh, ach, hier sind die Charaktere nochmal aufgeführt. Das ist ja geil. Schön. Beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Eins im Dienste des Königshauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sona-Kultur und das Miasma, das urplötzlich in Schloss Hyrule erschienen war. Jetzt hat Alter von mehr als 100 Jahren, sieht man ihr nicht an, also sie ist doch etwas älter, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hatte. Zeitweise ist wirklich sogar noch jugendlicher als jetzt. Mhm. Dann ist vielleicht ein bisschen Zeit vergangen inzwischen, ne? Weil die war richtig klein noch, ne? Das war sie zum ersten Mal getroffen haben. Also doch mehrere Jahre wieder, oder was? Ja, wenn die hier schon so einen Spähposten und alles errichtet haben, ne? Gut, also sollen wir uns da bei diesem Spähposten da melden und dann geht's weiter.
Aber Leute, ich würde mal sagen, ich gucke mal kurz auf die Zeit. Das machen wir denn, ja, ganz wahrscheinlich schon, ja, in der nächsten Folge, ne? Jetzt haben wir immerhin Pura getroffen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir die Fähigkeit haben, jetzt Türme freizuschalten. Ich glaube noch nicht. Das müssen wir, glaube ich, uns noch erspielen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann können wir hier den ersten Turm vielleicht schon freischalten, ne? Wir werden es auf jeden Fall erleben. Also denn, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Genau da. Bis dann.